Es ist wieder Sonntag und schön, dass Sie das ARBÖ Verkehrsradio eingeschaltet haben. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Fragberger Show. Wir schauen uns heute die richtige Fahrzeugpflege etwas genauer an. Auch wenn schon ein paar schönere Tage dabei waren, befinden wir uns ja laut Kalender noch im Winter. Aber, ja, aber der Frühling, der ist zumindest schon in Sichtweite. Tipps und Tricks rund um die Fahrzeugpflege sowie Dinge, die Sie lieber, wenn es draußen kalt ist und sogar friert, lieber lassen sollten. Alles jetzt in der nächsten Stunde in der informativsten Show im Digitalradio, der Fragberger Show. Mein Name ist Jürgen Fraberger und Sie können mir Ihre Fragen stellen per E-Mail an verkehrsradio@arboe.at und schon wird Ihre Frage am Sonntag direkt bei mir in der Fragberger Show beantwortet. So getan hat das auch die Gabi aus Steyr, die wissen möchte. Ich habe einen erst 2 Jahre alten Renault und möchte wissen, ob der ARBÖ empfiehlt, auch bei meinem erst 2 Jahre alten Auto ebenfalls den Unterbodenschutz machen zu lassen. Liebe Gabi, die Bodenbleche leiden im Winter am allermeisten. Schuld daran natürlich das Salz und die Feuchtigkeit. Zudem können Steinschläge Schäden an der Schutzschicht verursachen. Und an solchen Stellen haben dann Salz und Wasser Freibahn. Deshalb auch bei Ihrem erst 2 Jahre alten Auto unbedingt den Unterboden regelmäßig reinigen und vom Experten kontrollieren lassen. Unsere ARBÖ-Techniker erkennen die Schwachstellen. Karl Baldinger, selbst ARBÖ-Techniker, weiß dazu mehr. Was wir immer empfehlen und auch meine persönliche Erfahrung ist, da ich mich seit 10 bis 15 Jahren damit wirklich auch privat auseinandersetze, ist, dass man eine Unterbodenschutzversiegelung in der heutigen Zeit eigentlich beim Neuwagenkauf machen sollte. Und das Ganze mit einem Wachs, da das transparent ist und man immer den aktuellen Zustand des Fahrzeuges sieht. Das Ganze kann man ungünstig so vorstellen, wenn man heutzutage einen Urlaub bucht und man kommt dort am ersten Tag an und es ist das erste Mal, dass man in der Sonne ist, dann wird man ohne Sonnenschutzcreme sehr schnell einen Sonnenbrand erleiden. Das Ganze kann man sich beim Auto auch so vorstellen, wenn man das vom ersten Tag an konserviert mit Unterbodenwachs, dann hält das auch sehr lange und die Rostschäden werden nicht sehr groß werden. Wenn das Ganze aber schon sehr fortgeschritten ist, kann man es nach wie vor eindämmen und einbremsen. Nur es wird nie diese Wirkung erzielen, wie wenn man es vom ersten Tag weg konserviert. Das war ARBÖ-Techniker Karl Baldinger. Vielen Dank für den Beitrag. Als nächstes die Fahrzeugwäsche. Darüber möchte der Mario aus Yps etwas mehr wissen. Gleich mehr dazu. Der Mario aus Yps an der Donau schreibt uns. Empfiehlt der ARBÖ bei der Autowäsche die Waschstraße oder die Handwäsche? Welche Waschart bevorzugen bzw. empfehlen wir? Lieber Mario, im Winter ist es natürlich wichtig, regelmäßig sein Fahrzeug waschen zu lassen. Runter mit dem Dreck, mit dem Salz, mit dem Matsch, was auch immer. Ob Sie da die Handwäsche oder die Waschstraße verwenden, ist eigentlich Geschmackssache. Wenn Sie sich allerdings für die Waschstraße entscheiden, sollten Sie unbedingt darauf achten, dass ein gutes Vorwäscheprogramm dabei ist. Sonst besteht nämlich vor allem im Winter die Gefahr, dass wenn die Schmutzschicht nicht richtig beseitigt wird, kleine Kratzer am Lack entstehen, weil kleinere Steinchen oder Schmutzpartikel von den Textilwalzen über den Lack gezogen werden. Waschen im Winter, ja, ist ganz, ganz wichtig. Unser ARBÖ-Techniker Karl Baldinger weiß dazu mehr. Wenn das Fahrzeug im Sommer nicht gewaschen ist, dann ist es optisch vielleicht nicht hübsch. Im Winter aber hat man unten die ganzen Salzablagerungen, Steine, Dreck, Schmutz und sonstiges. Dort ist es sehr wichtig, eine Wäsche durchzuführen und wenn möglich mit Unterbodenwäsche, damit auch die Verunreinigungen vom Unterboden wieder abgespült werden. Es fängt bei Bremsleitungen oder Tankbändern an, bei manchen Fahrzeugen nach wie vor auch noch in den Radkästen, was dann übergeht auf die Seitenschwelle, Korrosionsschäden, die dann teilweise auch zu Durchrostungen führen können. Und die Achskörper, da heutzutage von der Industrie auch schon gespart wird mit der Beschichtung der
Fahrzeugkomponenten vom Werk aus und dort eben nicht so eine Standzeit vom Lack ist, dass man sagt, das hält jetzt 10 Jahre, ohne dass das angegriffen ist, sondern diese Standzeit wirklich herabgesetzt ist auf 3 bis 5 Jahre, bis die ersten sichtbaren Spuren von einer Korrosion zustande kommen. Vielen Dank, AB-Techniker Karl Baldinger. Ja, waschen im Winter ist wichtig, wann Sie es aber lieber lassen sollten, das hören Sie gleich. Um die Frage von Mario aus Yps noch zu vervollständigen: Die Autowäsche im Winter ist sehr, sehr wichtig, aber nicht immer sinnvoll. Bleiben die Temperaturen tagsüber oder auch in der Nacht im Minusbereich und habe ich keine Möglichkeit, mein Fahrzeug in einer warmen Garage abzustellen, ja, dann sollte ich entweder die Fahrzeugwäsche vertagen oder alternativ die Türgummis trocken reiben und etwas einfetten. Sonst besteht nämlich die Gefahr, die Türen nicht mehr öffnen zu können, weil alles natürlich zugefroren ist. Grobe Verunreinigungen sollten übrigens rasch entfernt werden, damit diese nicht den Lack beleidigen können. Achten Sie hierbei vor allem aber auch darauf auf die üblichen Verdächtigen, nämlich die Radläufe, die Radkästen, die Außenspiegel und auch die Stoßstange samt Motorhaube. Und wenn Sie schon beim Putzen sind, dann sollten Sie vielleicht auch im Innenraum gleich weitermachen. Karl Baldinger, unser Arbö-Techniker, weiß dazu mehr. Ja, das Beste ist, den Innenraum generell einmal immer wirklich sauber zum Halten, zum Probieren. Je weniger Schmutz oder Müll man auch im Auto macht, umso weniger muss man nachher reinigen. Das ist einmal die Grundüberlegung bei dem Ganzen. Das nächste, was ist, jetzt wo es wieder schön wird und die Sonne in der Früh aufgeht, sieht man sehr viele Autofahrer, die sich manchmal schwer tun, wenn die Sonne blendet, weil die Scheibe von innen verschmutzt ist, weil nach den Wintermonaten sich der ganze Schmutz von der Lüftung auf der Innenseite der Scheibe angelegt hat. Das kann man ganz normal mit Fensterputzmittel und am besten mit einem Zeitungspapier das Ganze abwischen, dass das schlierenfrei wird. Die Fußmatten aussaugen, ausbeuteln vorher auf alle Fälle. Die Sitze, je nach Verschmutzungszustand, entweder sind die bei den meisten Leuten schön gepflegt oder wenn wirklich mal ein Fleck drauf gekommen ist, gibt es Firmen, die Innenreinigungen anbieten, dass das auch wieder wie neu wird. Ansonsten, was man beim Innenraum putzen generell noch schauen kann, ob der Verbandskasten in Ordnung ist, wenn man schon das ganze Auto durchschaut, ob man ein Abschleppseil mit hat, vielleicht eine Ersatzlampenbox, wenn man ins Ausland fährt. Sämtliche Schalter kann man nach den Wintermonaten auch putzen, einmal mit einer Cockpitpflege. Da würde ich aber die matte Cockpitpflege empfehlen, weil das dann, wenn die Sonne ins Auto hineinscheint, nicht in den Scheiben spiegelt. Karl Baldinger, unser Arbeitechniker, der muss es ja wissen. Als nächstes, nach etwas Musik, schauen wir uns Probleme mit dem Scheibenwischer an. Gleich mehr dazu. Die Scheibenwischer sind immer wieder ein heißes Thema, besonders in den kalten Monaten. Der Sebastian aus Wien meint dazu, dass seine neuen Scheibenwischer nach nur wenigen Monaten schon wieder getauscht werden müssen. Lieber Sebastian, die häufigsten Ursachen an defekten Scheibenwischern sind die Gummilippen. Diese können sich zum einen natürlich abnutzen, porös werden oder in Ihrem Fall wahrscheinlich beschädigt werden. Scheibenwischer sollten nämlich nur bei einer bereits freien Scheibe eingesetzt werden. Also wenn die Scheibenwischerblätter über eine noch zugefrorene Scheibe rattern, ja, und das vielleicht auch noch öfters, dann kann ein komplett neuer Scheibenwischer gleich wieder zu schmieren beginnen. Also erst eiskratzen und dann den Scheibenwischer betätigen und nicht umgekehrt. So viel zum Scheibenwischer, aber auch die Felgenreinigung bzw. generell natürlich die Felgenpflege ist sehr, sehr wichtig. Karl Baldinger, unser AB-Techniker, hilft uns dazu weiter. Wenn man die Felgen montiert und sie sind noch schmutzig vom Vorjahr, würde ich das wirklich mit einem Reinigungsmittel oder es geht auch zum Beispiel ein normales Geschirrspülmittel oder Autoshampoo, mit dem man mal den alten Bremsstaub auffeigt und dann wirklich vorsichtig, nicht mit einem rauen Schwamm oder so, sondern immer mit einem weichen Tuch runterwaschen das Ganze, damit der Dreck runtergeht, ohne dass der Klarlack beschädigt wird. Es gibt auch eigene Felgenreiniger zum Anwenden, was den Schmutz schneller entfernen. Nur ist dort wirklich bitte genau auf die Betriebsanleitung vom Hersteller zu achten. Wenn man die nämlich zu lang einwirken lässt, kann das sein, dass die den Klarlack der Felge beschädigen
oder auch bei den Emblemen den Lack wegnehmen, weil das Mittel zu aggressiv ist. Das war Karl Baldinger, AB-Techniker. Vielen, vielen Dank für den Beitrag. Die letzte Frage für heute, die kommt aus dem 10. Wiener Gemeindebezirk. Und zwar möchte der Mehmet wissen, wie man sich im Falle eines Schadens am Fahrzeug nach einem Besuch in der Waschstraße verhält. Lieber Mehmet, wichtig ist hier, dass Sie den Schaden sofort beim Anlagenbetreiber melden. Lassen Sie sich auch eine schriftliche Bestätigung über die Schäden geben und machen Sie Fotos direkt an Ort und Stelle. Ob Sie den Schaden ersetzt bekommen oder nicht, ist zum einen die Schuldfrage bzw. die Frage der Haftung. Hier würde ich Ihnen als ARBE-Mitglied dringend unsere ARBE-Rechtsabteilung ans Herzen legen. Unsere Spezialisten, die beraten Sie dazu gerne und selbstverständlich auch kostenlos. Gratis, aber nicht umsonst, hören Sie nächsten Sonntag wieder die Fragberger Show hier im ARBE Verkehrsradio. Bis nächste Woche, schönes Wochenende, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.